Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute als Rehabilitation zu den letzten echt merkwürdigen und schlechten Runden hoffentlich den T3485 auf 5.0. Der hat noch einen Battle Rating Drop bekommen. Wir beide verstehen es nicht ganz, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, der kann nichts besser oder schlechter als der auf 5.7. Der hat keine APCA, wirklich. Aber wer in drei Teufelsnamen benutzt bei einem Russen APCA? Ich nicht. Also ich habe noch nie eine APCA in einem Russen verballert, glaube ich. Ja, ich schon, aber entweder unbeabsichtigt oder weil ich wirklich nicht durchgekommen bin. Ja, vielleicht so zwei oder drei als Notfallvariante, aber seltenst. Ja, das stimmt. Fängt schon mal gut an. Ja, da wollte ich gerade auch drauf schießen. Tja. Ja, David hat offscreen ganz schön abgeräumt. Die letzten zwei Tage lief es offscreen auch echt kacke, muss ich sagen. Nicht die tollen Offscreen-Runden. Hast du ihn getroffen? Aber es war ein sehr schön synchroner Schuss. Hast du ihn getroffen? Oh, ja, hab ich. Hab ich doch gesagt. Da ist noch ein EBR, wo der DT war. Ja, ich hab's gesehen, aber ich kann leider nicht drauf schießen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, von einem EBR kusche ich so ein bisschen. Die Kanone macht mir Sorge. Ich mag die nicht. Vor allem, da wir halt auf 6-0 gerade unterwegs sind. Okay, der ist da immer noch. Das dürfte die Ecke hier sein. Du kommst nochmal mit dem guten Gerät. Sehr schön. Ja, ja, also der steht immer noch am selben Eck. Okay. Ich glaube nicht, dass der jetzt rausfahren wird. Okay, auf dein Wrack wurde gerade geschossen. Das war ich. Ach, das war... Warum? Ja, ich bin genau in der Linie und kann da richtig schön durchschießen. Ein bisschen zu tief geschossen, deshalb habe ich mir in den Hintern geschossen. Hier weiter vorne ist noch was. Ah, oh, ja, ich sehe es. Jumbo. Nee, da kann man leider nicht durchschießen. Okay, ich dachte nicht. Au! Okay, das ist assi. Die stehen schon wieder außen an der Brücke. Hier irgendwo in die Richtung. Oh ja. Ja, das ist ein EBR. Nee, das ist ein DT. Ah, okay. Und der Latorn. Sehr schön. Ja, 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 ja. Geht schon wieder super los. E8 coming. Au. So viel zur Rehabilitation. Mein Gott, schweres Wort. Warte, wo war die M18? Direkt im Punkt. Also ein A drin, meinst du? Ja. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen vorsichtiger vor. Dann fliegt Flugzeug. Mich hier irgendwie ein bisschen falsch auf mit dem Fahrzeug, aber irgendwie, das ist eigentlich nur ein 0-3 Unterschied, also. Der 57 fliegt halt sogar schöner von den Granaten her, finde ich. Ja, aber ich finde mich von dem Fahrzeug hier auf dem Battle Rating falsch. Also du weißt, der EBR ist hier ungefähr. Nicht EBR, der Delatorn. Den habe ich gekillt. Ach, den hast du gekillt? Hatte ich gesagt gehabt, ja. Ich habe dir nicht zugehört, offensichtlich. Scheinbar, ja. Aber das... Da kommt ein Jumbo. Jumbo. Oh. Ich habe ihn gerade gesehen, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Warum tun sie dies? Ist mir ein Baum umgefallen gerade? Oh, was? Ich glaube, es war aber ein Schuss. Und kein fahrendes Zeug. Das war's. Ich schmeiß mal Arti ein bisschen hinter.
kann leider nicht hinter die Kurve gucken, quasi. Ich sehe da was, glaube ich. Ja, ich habe da was gesehen. Wie ich schon sagte, für David läuft in den letzten Tagen besser. Und wo war das? Hinten durch, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also irgendwo von vorne. Au. Ich werde immer noch beschossen. Und ich brenne. Einen habe ich. Sehr schön. Da sind aber zwei, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich richtig gerechnet habe. Da kam nämlich öfter als einmal ein Schuss. Egal, wir fahren Russen. Einfach drauf. Ja, ich repariere noch. Also warte am besten. Wo bist du? Oh, sag doch was. Hab ich, aber... Ja. Macht das dort? Brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Mano. Warum bist du zurück? Bist du wieder gemein zu mir? Ist herrlich. Ja. Hey, die Zuschauer haben dich vermisst. Was? Ja. Okay. Ja, ich hab die vorletzte Folge war ja mit Pulitzer und die davor war, die danach war mit Kick. Und in der letzten Folge hat einer drunter geschrieben, dass mit dir oder Jan einfach viel besser ist. Okay. Ja. Buchbessen. Sorry. War ich ja Vorfall, rechts oder links? Also, ich in Russland. In Russland hat der stärkere Panzervorfahrt, das wissen wir doch. Ja, aber... Ich meine, du kennst doch diese Videos, wo auf der Straße einfach mal so ein T-80 lang fährt. Schon, aber... Ja. Ja, ne? Ja, genau da. Au, ein. Au, der scheiß Bomber hat mir gerade den Schuss versaut. Ja, ich habe ihn gekillt. Alles gut. Alter Falter, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich schon oft. Mit Arti. Echt, das sind Bomber, die Kanone verreist? Ja, Arti, ganz oft. Also, ist ja fast für Bomber. Hier standen mal mehr Bäume, oder? Dezentest. Ach komm, das ist so klar von hinten. Weißt du, wo der steht? Bei der Brücke. Wow. Mhm. Alles klar. Gut, wir hätten vielleicht auch ein bisschen auf die Map gucken müssen. Dann hätten wir vielleicht gesehen, dass A eingeladen wird. Hätte Fahrradkette, ne? Dann fahr ich jetzt mal Stock. Was war das, ein normaler oder ein Jumbo? Ich glaube ein Jumbo, Jumbo, oder? Jumbo. Das war der dickere. Der dickere Jumbo, mit der längeren Nase. Ja, so ungefähr. Wie sehr kann man sich bei dem Ding eigentlich auf die Frontplatte verlassen? Wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Gar nicht. Kannst du bei russischen Tank-Destroyern bis 6-7 eh nicht. Ja, weil die ist ja fast doppelt so dick wie die vom Vorgänger. Ja, trotzdem. Also russische Tank-Destroyer sind so, ja, schöner Versuch, aber... Aber das sind doch Russen. Geht die Pumpe. Wo ist der Gegner? Oh, da hat gerade was von rechts nach links rüber geschossen. Ach ja, wird schon nichts sein. Hoffe ich. Ist also, das wäre von hier ein Schuss gekommen. Warte, von rechts nach links? Oh, das stimmt. Rechts ist auf der Seite. Das stimmt. Mhm. War mal, Captain. Ich behalte mir den Hügel im Auge. Ja, klar, ein TD fährt wohin, wo von allen Seiten Gegner kommen können. Ja, würde ich schon sagen. Okay.
Man muss nur überzeugend klingen, ne? Du die Caps gerade, ja. Einbau. Ich guck hier hin, aber von vorne kann ich es dir leider nicht sagen. Ja, ich fahre erstmal gegen die Brücke hier. Also ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, dass da noch einer ist. Ich habe nur gesehen, wie einer von uns da noch hingeschossen hat. Okay. Und ich kann es nur nochmal sagen für alle, die letzte Ansprache, die letzte Erklärung nicht mitbekommen haben. Bei uns wird nicht gecuttet. Ihr kriegt bei uns die reine, wahre War Thunder, das War Thunder-Erlebnis mit allen Höhen und Tiefen. Klar, ich könnte jetzt auch dauerhaft aufnehmen und nur die besten Runden zusammenschneiden, aber da gibt es schon genug YouTuber, die das machen, ehrlich gesagt. Und Leute, die einfach nur das zeigen, was du wirklich im Spiel erlebst, so als halbwegs kompetenter Spieler, würde ich mich mal so ein bisschen dazu zählen. Ja, wüsste ich jetzt keinen, ehrlich gesagt, du? Ich guck sowieso nichts. Also nicht wow. Viel. Sehr gut. Nee, aber könnt auch gerne mal in die Comments schreiben. Gibt's noch andere, die das machen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, eine Runde von Anfang bis zum Ende zu zeigen, zu spielen und auch wenn ich bei anderen zugucke, ich bin von diesen Cuts echt kein Freund. Das nervt mich eher. Das bringt mich nämlich immer voll aus dem Flow raus. Also auch wenn Leute irgendwelche Spiele spielen, also normale Let's Plays, das macht mich fuchsig, wenn die ständig cutten. Zum Gegner bei... Okay. Da sind mehrere in B. Wirklich sehr mehrere. Okay, ja, ich war gleich rechts von dir raus. Kann ich das tun? Die sind alle Richtung Spawn gefahren, meine ich. Unserem oder deren? Zu deren. Unserem. Was denn jetzt? Zu unserem. Oh. Ja, nee. Ich hab nachgeguckt. Geh du mal B, die Captain. Ich guck mal, ob ich den von hinten irgendwo. Reift ja. So. Hinterlader. Ich fühle mich hier unglaublich unwohl. Da wollte schon einer zu dir. Au! Da ist noch einer. Nee, warte mal. Wait, what? Bin ich jetzt doof? Wo kam der her? Was? Ich werd... Achso, doch! Ich werd die ganze Zeit von hier beschossen. Auto? LOL, ich hab den nicht für einen Gegner gehalten. Bin ich dämlich? Ich dachte, es gehört zum Wrack. Das wäre so eine hochgeklappte Platte. Sweet Jesus! Wie kann man denn so versagen? Also diese komplette Woche jetzt ist für mich so ein richtiges War Thunder Tief. Weiß nicht, Leute, habt ihr sowas auch ab und zu, wo ihr einfach mal, keine Ahnung, nur noch auf die Nase bekommt? Also, ihr... Hat, glaube ich, jeder War Thunder Spieler mal. Ja, aber so krass hatte ich das ehrlich gesagt noch nie. Also, ja, dann dass ich auch in den offensichtlichsten Situationen absoluten Hirnfreeze krieg. Ja, aber, oh verdammte Haja. Gegner. Okay, du hast Probleme? Ich habe ordentliche Probleme. Der schießt vorbei. Ich kann ja, was? Vorbei schießen. Ach, das war nur ein normaler. Okay. War nur ein normaler Schirm. Also brauchst du keine Hilfe. Nee, er ist weg, er ist weg. Nee, also die komplette Woche war für mich. Ich meine, du hast ja ein bisschen miterlebt. Du hast ja ein bisschen mit mir gezockt, die Zeit, die du halt hattest. Ja. Also es lief halt echt nicht. Gestern, das war die einzige halbwegs gescheite Runde, die wir offscreen gehabt haben. Da hat er halt, der ist nicht gestorben, hat 10 oder 11 Panzerkills und 2 Flieger oder irgendwie so gehabt.
Nee, 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 doch keine Flugzeuge. Ich hab nur mit dem Avenger davon. Nee, nur 15 Panzerkills dann. Nein, es waren nur 11. Und 2 Assists und 4 Caps. Ja, okay. Aber. Kein Tor. Ja. War ganz lustig, ja. War ganz lustig. War okay, kann man so machen. Wobei, ich schränke nochmal ans 12 Panzerkills. Ach, halt doch die Klappe. Nee, wegen Arti und du. Ach so, ja, er hat mich mit der Arti getötet. Ja, du bist da reingefallen. Ich habe angekündigt, ich schmeiß da Arti hin, aber du hörst mir ja nicht zu. Was? Ja, wahrscheinlich. Ey, sag's doch, geht schon wieder los. Die Woche ist deine War Thunder Woche. Bist du ein lebendiges Etwas oder bist du ein totes Etwas? Du bist gerade vor allen Dingen ein relativ leises Etwas. Ja, ich habe auch gerade nicht laut geredet, damit sie mich nicht hören. Ich nicht hört. So. Drei Leben noch, einer ist im Flugzeug. Dafür, dass das Ding Stock ist, lief es gar nicht mal so schlimm. Oh Gott. Ach, das. Ja, die, stimmt. Die komisch zu. Ja, die ist halt bei mir auch komplett Stock. Ich bin die russischen TDs nie wirklich gefahren. Ja, ich bin das Ding gerade wirklich das allererste Mal gefahren. Danke für die Red Skies Trophy. Ich bin sicher, sie wird in meinem Warenlager sehr schön Staub ansetzen, wie all die anderen Boxen auch. Ja, ich verkaufe die ab und zu. Ja, gut, es gibt halt nur 0,2 irgendwie Gaijin-Coins. Naja, aber wenn man 20 verkauft, dann sind das schon mal. Ja, da kannst du schon eine Popeltarnung mit kaufen, ne? Ja, tatsächlich. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Matchmaker uns diesmal schneller reinschmeißt. Ja, ich forsche Kampf 85 gerade, den hattet ihr euch ja auch gewünscht. Klar, das ist jetzt ein bisschen überschneidend. Wird nicht direkt kommen, aber wenn ihr noch sehen wollt, könnt ihr es mir gerne sagen. Der interessiert mich auch. Ich krieg von dem so oft auf die Nase. Der hat halt so einen trolligen Turm. Bei mir auch komplett Stock, so nebenbei. Können wir ja dann die Stock Experience machen. Boah, nee. Es läuft bei uns ja immer so gut. Ja. So. Oh, immerhin nur 5-7. Also sein eigentliches Battle Rating. Sein eigentliches Battle Rating, ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Also snipen würde ich mit dem nicht. Nee. Aber die Reload-Zeit, Nachladezeit ist in Ordnung. 8,8 Sekunden. Ist ein bisschen langsamer als ein Panther. Aber ein Panther hat ja auch ein kleineres Kaliber. Aber 8,8 nur, wenn man auf Experte hat. Also auf... Ist das Experte? Ja, ist Experte. Geaced habe ich ihn nicht. Das ist mir zu teuer für so ein 5-0er-Fahrzeug. Ja, ich habe tatsächlich auch mal Experte drauf gepoppt. Was wetten wir, dass der Typ im BT5 mit der P8 direkt kommt und ich sehe was rechts von mir, was ich schon wieder echt, da kriege ich Gänsehaut. Genau das. Wieso? Es wäre so, weißt du, ich habe kein Problem damit, wenn die Dinger hier drin wären, wenn man sie zerschießen könnte. So schönes Stoffkonfetti. Oh, ich habe schon vorbeigeschossen. Ja, das ist ja wirklich schön, so einen Kopf abschießen oder sowas. Wait, what? Bei der Wirbelwind funktioniert das Höhlen-MG mittlerweile? Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich habe das noch nie probiert. Warum auch? Man hat 420er. Das ist übrigens mal aus den 2. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber das funktioniert, glaube ich, schon eine ganze Weile. Ja, gut, Höhlen-MGs probiere ich ehrlich gesagt nicht so oft aus. Schauen wir mal. Also, ich predikte eine, ich sage voraus, eine PE8. Okay, ich krieg schon Arti auf den Deckel, du wahrscheinlich dann auch. Jupp, Arti auf C. Gute Idee. Gute Idee, Arti auf C. Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwas. Was ist das? Oh verdammt, das ist ein Tiger, glaube ich. So schnell? Nee, wenn der Avenger. Das war schon wieder so ein What-the-fuck-Schuss. Ich bin im Avenger abgeprallt, vorne an der Hülle. Die sind richtig trollig, die Avenger. Generell Briten, beziehungsweise nicht nur Briten. Ich habe gestern ja auch mit einer Stuck 3 voll Probleme gehabt und die hat ja auch nur 50 mm. Ja, aber gerade die Avenger, ich weiß nicht, die,
man muss durchkommen, aber man kommt einfach nicht durch. Ich weiß. Es muss doch. Nein, nein, nein. Mal zählt sich die Kippen. Was bist du? Ah, okay. Ja, ein Gegner hier. Schermenfahrt 10. Zieh mich hier nicht, verdammt. So, ich verstecke mich jetzt hier mal so ein bisschen. Ich habe keine Lust, von der Flanke eine reinzukriegen. Komm mal mit rein. Tun sie dies, tun sie dies. Wie gesagt, hab mal ein Auge. Oh, von rechts nehme ich mal an. Von ganz außen, ja. Ja, genau deswegen habe ich mir hier hingestellt. Das mag ich auf dieser Map so gar nicht, dass du da so weit flanken kannst. Was war deine Mission? Du siehst doch, dass C gekappt wird. Ja, nicht, wenn er die Augen zu hat. Und dann fährt aber auch kein Panzer. Ich auch. Sollte man meinen. Nein, 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 nein. Was zur Hölle? Ja, ja, ist okay. Warum hat der denn jetzt gedreht? Hab ich gesagt, kannst du grob markieren, wo das Concept 3 war? Boah. Also wie weit auf der Flanke das schon war. Hier vielleicht? Ach, so weit auf deren Seite noch? Ich weiß es nicht. Der stand hinter irgendeinem Üben, die sehen da alle gleich aus. Aua. Hier ist auf jeden Fall etwas. Hier? Wo ist hier? Da. Also hier, also hier, also wo? Da. Was denn jetzt? Hinter ja, mir! Da wo mein Punkt ist. Dein Punkt ist bei unserem Verbündeten. Ja, da ist auch jemand. Also direkt hier. Ich wurde gerade von genau da beschossen, ja. Hey, strange, da habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Ja, der ist auch scheinbar weggefahren wieder. Oh, da ist noch was. Au. Und da ist noch was und noch was. Alter, markierst du auch richtig? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Die ganze Flanke ist voll. Ah, okay. Da, ja, gut. Oh, von vorne kommt ein Churchill. Hier. Da war ein Churchill. Der fährt was super Schnelles rechts außen lang. War eben hier. Da aus wie ein Radpanzer, ich bin ja. Hab ihn, Engine Transmission, hier. Pass auf, du bist sehr allein in der Stadt. Das ist alles gestorben Richtung B. Ja, okay. Ich verkrümel mich wieder. So, achte mal ein bisschen auf die andere Seite. Also, die Kanone ist pervers auf 5-0. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe gerade den Churchill frontal einfach weggeklippt. Ja, ich könnte mir den Kill holen von diesem Flakpanzer, aber was bringt mir das, wenn ich dabei draufgehe? Okay, fuck, 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 fuck. Ja, komm schon, komm schon. Zack! Ja, gut. Alter, M6 frontal, der war gewinkelt, einfach durch die Frontplatte. Was? Wo sitzt der M6 nochmal? 4-7, ne? Ich glaube schon, ja. Also irgendwo auf dem Feld, ich schätze mal bei... Oh, warte, ist das Arti oder ist das Flugzeug? Nee, scheint Arti zu sein. Irgendwo bei, auf der F-Linie dürfte er. Ja, da bin ich gerade.
Noch sehe ich nichts. Also es war dieser Low-Level, vierrädrige Britenflak-Ding mit der 20er, also keine große Gefahr. Oh, Stein. Oh, noch ein Stein. Ja, Steine sind große Gefahren, das hat man in der letzten Folge bei mir gesehen. Da musste mich Kick von den Steinen runterziehen. Ja, ich bin gerade über zwei Stück drüber gehüpft. Also eher drüber geschlittert, weil die Ketten waren nicht mehr auf dem Boden. Und ja, das mag beim Zuschauen jetzt vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber ihr habt ja gesagt, ich soll mal wieder ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen und es gibt nichts Intelligenteres gerade zu tun, außer den Punkt zu halten, dass wir den Punktevorteil haben. Ab und zu mal rausgucken, ob man irgendwas mitnehmen kann. Alter, die haben halt wirklich die komplette Stadt für sich, ne? Ja, und die Flanke hatten sie die ganze Zeit auch gehabt. Ja, beide Flanken auf der A- und der G-Linie. Also irgendwas macht unser Team entschieden falsch momentan. Kannst du die Strecke von deren Spawn zu C einsehen? Ich nicht wirklich, nee. Okay, gut. Aber dann gucke ich ab und zu mal rüber. Oh, verdammt, der guckt. Warum guckt der? Warum guckt der? Direkt bei mir steht einer. Au, ich habe gerade andere Probleme. Ja, ich kümmere mich selbst drum. Alles gut. Ich weiß, der hat mich eigentlich gehört, wenn ich... Oh, HK Baxter. Hyper, hyper. Verdammt. Ja. Junge, Junge. Die Position ist echt nett. Also man kann sich gut hier verteidigen. Es dürfte Rehabilitation genug sein. 8 Kills, kein Tod. Wäre eigentlich cool, wenn ich jetzt nicht sterben würde. Ich hoffe, mein Team hat zumindest meinen Arsch im Blick, also quasi deine Seite. Oh, da ist was direkt bei mir. Ah! Oh mein Gott, der hat sich echt noch an mich... Warte mal, hab ich dafür keinen Assist bekommen? Der hat sich echt an mich angeschlichen. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt tot gewesen, wäre das eine Flak mit dem großen Kaliber gewesen. Also, was kannst du gerade einsehen? Warte, ich schieß gerade. Ja, okay. Oh, verdammt. Ich kann gar nichts mehr sehen. Warum? Was gefangen? Ah, eine Wibbern. Kennst du dieses Meme? Guckst du dir manchmal Leute an und fragst dich, was in ihrem Kopf vorgeht? Warte, ich bin, der schießt noch, warum schießt er noch? Warte, ich bin gerade kurz verwirrt. So, nochmal. Was war das denn bitte? Also manchmal verstehe ich diese Unterteilung bei Flax nicht. Was, da ist ja noch einer. Hör auf. Hör auf. Oh, ich hab wieder Tests gemacht. Okay, ja, kann ich mit leben, ist okay. Du kannst nicht mehr schießen, Kumpel. Solltest du zumindest nicht können. Mach mal was gegen die Flieger. Ach, du bist tot. Ich hab grad drei Flugzeuge in der Zeit. Ja, ich hab's gesehen, alles gut. Ich hab mit dem Ding gerade mehr gemacht als im ganzen Battle. Ja, manchmal hat man so Runden, wo man nur mit der Flak was reißt. Ey, das ist jetzt meine Runde, das ist das Äquivalent zu deiner gestern. Au, Flugzeug, geh doch einfach weg. Mich nervt hier ein Flieger, magst du den dir mal schnappen? Ich bin doch schon auf dem Weg, Okay, der hat keine Bomben, das ist in Ordnung. Das ist eine Mustang, wenn ich mich nicht täusche, die britische. Also ein Head-On würde ich mit der nicht machen, aber ich hab's nicht genau. Nevermind, lief gut, GG. Und? Weil wir unser Glück jetzt einfach nicht überstrapazieren wollen, würde ich sagen, das war ja auch die letzte Runde direkt. Ah.
Nee, aber ich finde, man hat hier gut gesehen, was gute Positionierung einem bringt. Aber die Map ist auch furchtbar. Also bis du in eine gute Position kommst, die schnellen Fahrzeuge haben hier definitiv die Pole Position auf der Map. Hat sowas wie ein Konzept oder ein M18. Und ich habe den KV85 freigeschaltet. Also win-win. Und ich habe eine Nachricht gekriegt, Zed Tryhard. Ich weiß nicht, was der damit meint, aber Was hast du okay. bekommen? Eine Nachricht mit Zed Tryhard. Von? Aetius. Warte, 13. Läuft, läuft. Also, Grüße gehen raus, Kumpel. Wir tryharden definitiv, also richtig hart. Nein, eigentlich versuchen wir nur Spaß im Spiel zu haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ja, könnt gerne mal einen Daumen hoch lassen für diese geile Runde. Nein, Daumengebettel machen wir hier nicht. Ja, gerne Wünsche in die Comments. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.